Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Habermann, lieber Herr Schäfer, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, hier zu sprechen. Ich könnte einen eigenen Vortrag darüber halten, was Sie mir an Unterstützung gegeben haben in den letzten 2 Jahren. Aber dafür haben Sie mich ja nicht eingeladen, sondern ich spreche zu dem Thema zwischen Leitkultur und Multikulturalismus, wie ich in Berlin, Kreuzberg, Weimar entdeckte. Nun, sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie mich hier so vor sich stehen sehen und zu Ihnen sprechen hören, halten Sie mich wahrscheinlich für eine anständige junge Frau. Schließlich sind meine Haare gekämmt und mein Kleid sieht halbwegs ordentlich aus und ich kann hoffentlich auch halbwegs verständlich sprechen. Nun, wenn Sie sich Gleichaltrige aus meiner Heimatstadt Berlin angucken, vielleicht waren Sie ja schon mal da, Sie erkennen sie an den interessanten Frisuren, an dem besonderen Kleidungsstil und ihrer besonderen Begeisterung für kreative Gegendemos. Wissen Sie, dass es vielleicht nicht selbstverständlich ist, dass ich so hier vor Ihnen stehe? Und wenn ich an mein 15-jähriges Ich zurückdenke, das ich gerade in Rockmusik und Jungs verliebt hatte und außerdem überzeugt war, Politik nicht zu verstehen und Wirtschaft nicht zu mögen, dann weiß ich auch, dass es nicht vorhersehbar war, dass ich hier heute anlässlich der Ehrung eines liberalen Ökonomen zu Ihnen spreche. Und wie es dennoch dazu gekommen ist, darf ich Ihnen heute erzählen, und zwar, weil meine Entwicklung in den letzten Jahren mit etwas zu tun hatte, was hier und heute von Relevanz ist, und zwar der Auseinandersetzung mit der deutschen Kultur, beziehungsweise meiner Suche nach einer Leitkultur irgendwo in dem Berlin so überzeugt gelebten Multikulturalismus. Nun, und mein Weg zu der Frage nach der Notwendigkeit einer Leitkultur war ein für Leute in meinem Alter eigentlich ganz natürlich, ja, weil nach meinem Abitur 2016 habe ich nach meiner Identität gesucht und vielleicht erinnern Sie sich ja selber noch, hat man seinen Schulabschluss erstmal mit ausladenden Partys und Nichtstun und Schlafen zelebriert, kommt man früher oder später doch an den Punkt, wo man vielleicht das erste Mal in seinem Leben den Blick auf sich selbst richtet und da sieht man nicht so viel, was für sich selbst spricht, weil das meiste an Überzeugungen und Einstellungen hatte man aus der Schulclique und von den Eltern übernommen. Denen hatte man bisher auch gehorcht, aber jetzt nicht mehr. Jetzt möchte man sich aus dieser Beeinflussung befreien und herausfinden, was einen selber ausmacht, was man will und wer man ist. Und die meisten meiner Bekannten meinten das herauszufinden, indem sie durch die Welt reisten. Also ich habe Freunde, die haben auf einer Kiwi-Farm in Neuseeland gearbeitet, andere haben auf Öko-Bauernhöfen in Kanada gearbeitet oder waren als junge Frau allein Backpacken in Chile, nicht zu vergessen Brunnen bauen und mit Kindern musizieren in Afrika. Mir widerstrebte diese, wie mir doch schien, etwas hilflos trotzige Art der Identitätssuche. Ich blieb in meiner Heimatstadt, Berlin, und fand hier für mich einen anderen Weg, und zwar eben die Auseinandersetzung mit meiner Kultur. Nun, dabei habe ich Kultur eigentlich, also das Wort Kultur nie richtig begriffen. Es schien mir wie Gesellschaft eher so eine Worthülse zu sein, die, wenn überhaupt, jeder unterschiedlich füllt. Aber als dann 2016 ungefähr doch in den Medien dieser Kampf zwischen einer Leitkultur und dem Multikulturalismus in Deutschland aufkam, wollte ich es auch dann für mich mal herausfinden, was eigentlich meine Kultur ist. Und das tat ich hauptsächlich durch Wahrnehmung der Kultur, die mich umgibt. Ich bin in Prenzlauer Berg aufgewachsen und in Kreuzberg erwachsen geworden und war so immer von Multikulti umgeben. Das fängt mit den zahlreichen Asia-Restaurants an, in denen wir gegessen haben, geht über die Döner- und Falafelläden bis hin zu den türkischen Supermärkten und meinen vietnamesischen und türkischen Klassenkameraden, durch die ich Erfahrungen mit extremen Leistungsdruck und Alkoholverzicht machte. Nicht zu vergessen sind außerdem die Variationen an Kulturen, die sich mit der Anhäufung an Drogendealern vor meiner Haustür versammelten. Ich habe schon mit 10 Jahren Sinti- und Roma-Lieder auf dem Karneval der Kulturen gesungen, auf einer großen Bühne.
und mochte Weihnachten und Ostern stets nur wegen der Geschenke, des Essens und gegebenenfalls wegen des familiären Beisammenseins. Nun, und allein im Deutschunterricht dann wurde wohl die Grundlage für mein heutiges Interesse an der deutschen Kultur gelegt. Ich war in meiner 10. Klasse die Einzige, die gern Schillers Räuber und Goethes Faust las. Und in der Oberstufe war ich begeistert dabei, als wir Drama, Lyrik und Prosa von Brecht, Goethe und den Romantikern analysierten. Ich las Lessings Nathan der Weise und lernte Kants Begriff der Aufklärung kennen und ich war von all dem begeistert. Und doch, hätte man mich damals gefragt, ob ich stolz sei auf die deutsche Kultur, hätte ich verneint, weil ich eben gesagt hätte, ich schätze sie sehr, aber sie hat doch nichts mit mir zu tun. Und erst als ich Ende 2016 an einem Juniorenkreis der HL-Gesellschaft teilnahm, zum Thema Identität und Nationalität, hatte ich den Gedanken, wie erfüllend eigentlich eine nationale, abendländische, europäische Identität sein muss. Es war mein erster Juniorenkreis, nachdem mir die Sommerakademie der Freiheit im selben Jahr meine rosarot-sozialistische Brille abgenommen hatte und mir das erste Mal in meinem Leben die Welt, in der ich lebe, mit der Logik, dem Realismus und Individualismus des Liberalismus zu zeigen, zu erklären. Und so war ich auf diesem Juniorenkreis und stellte unter den strengen Blicken von Herrn Habermann einen Text von Lord Acton vor, den ich mir zuvor bei Kerzenschein in der Nacht unter Herzklopfen erarbeitet hatte. Und ich weiß noch, wie ergriffen ich war von diesen Worten von Lord Acton, wie er über die Identitätsfindung der europäischen Völker redete. Und es sollten noch viele Nächte dieser Art folgen mit anderen liberalen Denkern. Aber ja, so viel dazu. Ich lernte bald darauf, nach diesem Juniorenkreis, eine Kanadierin und einen Brasilianer kennen, die beide mindestens zum Studieren nach Deutschland gezogen waren. Und ich unterhielt mich mit ihnen und der Brasilianer liebte die deutsche Klassik. Er wollte ständig Bach hören und er erzählte mir, wie sehr er es schätzt, dass er sich hier viel sicherer fühlt als in seiner Heimat. Und die Kanadierin feierte begeistert jedes bayerische Volksfest mit, das sie jetzt neu kennenlernte, und postete täglich Fotos von sich auf Facebook, wie sie im bayerischen Wald steht, auf irgendwelchen Wanderungen. Und ich hörte den beiden sehr gerne zu, wenn sie über Deutschland sprachen. Und es machte mich sehr betroffen, dass diese Menschen vom anderen Ende der Welt mein Land mehr lieben als ich. Und dasselbe habe ich bei jeder Rede von Hamid Abdel Samad empfunden, die ich auf YouTube sah, weil er als Ägypter unser Land und unsere Werte besser verteidigt, als die meisten von uns es tun und könnten. Nun, durch diese Erfahrung habe ich es gewagt, all das, was ich in und nach der Schule über deutsche und europäische Kultur gelernt habe, vom Podest des Lernstoffes herunterzunehmen und als entscheidend für mein heutiges Leben zu begreifen. Ich habe erkannt, dass ich in einem Teil der Welt geboren wurde, der mir einen Schatz an Ideenreichtum, Individualität, Aufklärung und vielem mehr schenkt und mich dadurch formt. Ich weiß jetzt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich konfessionslos mit jüdischen und christlichen Freunden im Falafelladen meiner Straße zusammensitzen, mal geschmacksverirrt mit zu kurzem Rock auf die Straße gehen und Ärztin werden kann. Und jetzt, wo sich die Anschläge häufen, während in meinem Kreuzberger Kiez immer noch Abrüstung gefordert wird, jetzt, wo in der Öffentlichkeit Frauen und Kinder geköpft und erstochen werden und uns die deutsche Regierung dennoch sagt, dass Deutschland immer sicherer wird und sich dabei problemlos auf falsch erhobene und falsch interpretierte Statistik berufen kann, jetzt, wo ich Artikel lese, in denen nüchtern mathematisch die sukzessive Mehrheitsbildung innerhalb Deutschlands von Menschen nicht abendländischer Kultur vorgerechnet wird, während ich mich in meiner Uni mit dem Argument meiner Kommilitonen auseinandersetzen muss, dass den deutschen Steuerzahler die Versorgung von Rauchern doch viel mehr kosten würde als die von illegalen Migranten. Jetzt,
wo westliche Frauen von der befreienden Wirkung eines Burkinis berichten, während das islamische Kulturzentrum in meiner Straße plötzlich zur Moschee ernannt wird, jetzt wo vor dem Brandenburger Tor Israel-Flaggen brennen und Mehrfachehen plötzlich doch als mit dem deutschen Recht vereinbar bewertet werden. Jetzt, wo all das passiert, weiß ich, dass es nicht selbstverständlich ist, dass diese Kultur, die ich doch gerade erst entdeckt habe, auch erhalten bleibt. Das bedeutet nicht, dass ich mir, um eine Bewahrung zu gewährleisten, ein Festschreiben einer deutschen Leitkultur auf ein Blatt Papier wünsche, nachdem sich dann entscheidet, wer ein guter und wer ein schlechter Deutscher ist und nachdem sich jeder für eine Einbürgerung richten muss. Nein, ich bin gegen Zwang. Und vielleicht ist einer der wichtigsten Eigenschaften unserer deutschen Kultur, dass wir sowohl ihre Variationen, die noch daran erinnern, dass wir im 19. Jahrhundert einen Bund aus Herzogtümern, Fürstentümern und Königreichen waren, als auch ausländische Kulturen in unserem Heimatland zulassen, dass wir Verschiedenheit bzw. die Möglichkeit zur Verschiedenheit der Konformität vorziehen. Allerdings geht eben dieser freie Umgang nur so lange gut, wie sich die Einwanderer fremder Kulturen, wenn die Einwanderer fremder Kulturen nur neben und zwischen unserer deutschen Kultur leben wollen, nicht mehr, wenn sie sich zum Ziel machen, diese Kultur zu ersetzen. Freiheit und Rechtsstaat, die Grundlagen unserer Kultur, müssen geschützt und verteidigt werden. Das bedeutet für uns, dass wir uns und unsere Kultur nicht ersetzen lassen dürfen und dass wir als Integration nichts Geringeres als das Leben dieser Werte verstehen. Einwanderung muss ein für den Migranten anspruchsvoller Prozess sein, den er auf eigene Kosten in Aussicht auf ein besseres Leben in Anspruch nimmt. Es kann nicht sein, dass mit jedem Jahrzehnt die Sozialausgaben steigen. Es kann nicht sein, dass wir jeden, dem es schlechter geht als uns, in unser Sozialsystem lassen, sodass mit jedem Jahrzehnt die Sozialausgaben steigen und sich irgendwann jeder produktive Deutsche und Einwanderer in Deutschland gezwungen sieht, auszuwandern, um noch irgendwas von seiner eigenen Leistung zu haben. Es darf auch nicht sein, dass aus Angst vor den Konsequenzen bestimmter Gerichtsurteile Recht neu gesprochen wird oder dass die Umsetzung durch Behörden und Polizei ausbleibt, bis der Rechtsstaat seinen Namen nicht mehr verdient hat. Im Moment deutet sich aber genau diese Entwicklung an. Ist das also meine Zukunft und all der jungen Leute hier im Raum, den richtigen Zeitpunkt erkennen, auszuwandern? Im Moment sieht es so aus und man sagt mir, als Arzt verdienst du in den USA eh besser. Nun, wie aber Uel Becks Protagonistin Unterwerfung anlässlich der Abreise seiner jüdischen Freundin aus Frankreich gesagt hat, für mich gibt es kein Israel. Für ihn gibt es keine Heimat außer Frankreich und für mich gibt es keine Heimat außer Deutschland. Und mein Heimatgefühl hängt damit zusammen, dass ich auf dem Flecken Erde lebe, an dem sich die Geschichte, die mein Land zu dem gemacht hat, was es heute ist, abgespielt hat. Dass ich nur ein paar Stunden fahren muss, um durch die Wälder zu spazieren, die Heine in seiner Harzreise beschreibt. Und dass ich mich im Goethepark hier gleich nebenan wie Goethes Schüler fühlen kann. Dass ich eben mich nicht in eine fremde Kultur eingliedern muss, sondern die Kultur um mich herum manifestiert sehe, in die ich hineingewachsen bin. Und ich sage Ihnen, dieser Kampf, dieses Ringen darum, was meine Heimat und meine Kultur ist und was ich bewahren möchte, hat mich zu einem mir selbstbewussteren Menschen gemacht. So stehe ich jetzt also vor Ihnen, habe meine Hippiehose von früher abgelegt, um hier ernsthaft mit Ihnen auf den Hayek-Tagen mein Glauben an den Fortbestand und die Bedeutsamkeit der deutschen Kultur zu stärken. Die Kultur der kritischen, freien Geister, die ihre Erfüllung in der Diskussion finden. Wenn nötig, sich auch aufs Heftigste streiten, um dann aber spätestens bei einem guten Glas Wein wieder zusammenzukommen und sich nicht die Autos abzufackeln. Die Kultur der freien Kooperation, der Marktwirtschaft und des Unternehmertums, in der wir uns bewusst sind, dass unser privates, individuelles Streben nach Wohlstand der bedeutende Teil für den Wohlstand aller ist
und wir deswegen den Teufel tun werden, die Präferenzen und Aktivitäten anderer Leute bestimmen oder gar planen zu wollen. Kurz, ich möchte mit Ihnen den Liberalismus als Bestandteil der deutschen Kultur feiern und ihn widerstandsfähiger machen gegen die Feinde von allen Seiten, die es leider aktuell zu geben scheint. Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß noch lang nicht genug über deutsche Kultur, Geschichte, Literatur und Kunst und auch noch zu wenig über liberale Ideen, aber eins weiß ich, es gibt etwas zu verteidigen. Vielen Dank.